Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich gut aussehenden Bifteki-Brötchen. Die sind so lecker. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Nach meinem gegrillten Frikadellenbrötchen von letzter Woche bekam ich so viele positive Rückmeldungen und Ideen für ein Folgevideo. Da habe ich mich dazu hinreißen lassen, direkt einmal ein Bifteki-Brötchen zu entwickeln und für euch abzufilmen. Wir beginnen die Vorbereitung wie immer auch schon bei dem letzten Video zu den gefüllten Brötchen mit dem Öffnung eines frischen Bäckerbrötchen. Viele von euch haben den Hinweis gegeben, sie würden das Ganze mit Aufbackbrötchen probieren. Das stelle ich mir eher schwierig vor, weil sich diese aufgrund der Konsistenz nicht so gut aushöhlen lassen, aber vielleicht klappt es, wenn man sie ein paar Minuten vorbacken kann. Den Inhalt und das andere Ende der ausgehöhlten Brötchen auf gar keinen Fall wegschmeißen, sondern in eine Schüssel geben und unser Thema ist ja griechisch. Heute in Metaxa einweichen lassen. Diese Masse lasse ich dann ca. 20 bis 25 Minuten einweichen. Genug Zeit, um sich um den restlichen Schnibbelkram zu kümmern. Wir fangen an mit einer roten Zwiebel, eine kleine, die wir in mehr oder weniger feine Würfel schneiden. Die genauen Mengenangaben für das heutige Rezept gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den ein oder anderen sinnvollen Link, zum Beispiel zu den Produkten hier im Video oder zu meinen Fanpages. Das hier hat natürlich keinen Anspruch darauf, in irgendeiner Art und Weise komplett klassisch oder traditionell griechisch zu sein, aber es ist meine Interpretation von einem griechischen Hackfleischbrötchen. Ich nehme jetzt eine Tomate, die schneide ich auch in mehr oder weniger feine Würfel. Wer möchte, kann diese natürlich noch zuerst von der Haut befreien. Mich persönlich stören die Häutchen in dem Fleisch, weil ich schmeiße die Tomate gleich mit in die Hackfleischmasse, gar nicht. Aber zur Not einfach blanchieren, in Eiswasser geben und die Haut abziehen. Frische Kräuter dürfen für mich bei so einem Gericht auf gar keinen Fall fehlen. Ich habe mich zunächst für Blattpetersilie entschieden. Ich finde, die kann man besser verarbeiten und die ist auch etwas besser im Geschmack als krause Petersilie, aber das ginge zur Not auch. Und frischer Oregano. Auch dieser wird mehr oder weniger grob durchgehackt. Dann benötigen wir natürlich Hackfleisch. Das hier sind 800 Gramm frisches Rinderhackfleisch und das würzen wir mit einem Gyros-Gewürz. Wie schon erwähnt, ich probiere mich gerade durch den Online-Shop der Sizzle Brothers, die haben auch ein Gyros-Gewürz, das passt hier perfekt. Nun kommen der Reihe nach die Zutaten dazu, die wir gerade klein geschnibbelt haben. Die roten Zwiebeln, die Tomaten, Petersilie, Oregano und eine geriebene Knoblauchzehe. Die Microplane macht hier einen richtig guten Job. Sieht man zuerst nicht, weil die Hälfte unten drunter kleben bleibt. Einfach zur Hackfleischmasse geben und gleich mit durchkneten. Jetzt drücken wir unsere Brötchenmasse aus. Die hat wirklich eine herrliche Süße bekommen. Das mit dem Metaxa da drinne, das finde ich richtig, richtig lecker. Und geben das natürlich zu unserer Hackfleischmasse. Jetzt wird das Ganze richtig kräftig durchgeknetet. Da meine Kinder nicht so auf Feta-Käse stehen, habe ich jetzt die Masse halbiert und gebe noch ein halbes Paket gewürfelten oder kleinen gekrümelten Feta mit hinzu. Dann hatte ich eine Variante mit Feta-Käse und eine ohne. Man kann natürlich den Feta auch in größeren Stücken lassen. Ich persönlich finde das schöner, wenn er sich noch etwas mehr mit der Hackfleischmasse vermischt. Aber man kann natürlich auch Würfel nehmen und diese etwas grober drin lassen. Ja, und der Rest ist mal wieder denkbar einfach. Jetzt nehmen wir diese Hackfleischmasse und befüllen damit unsere ausgehöhlten Brötchen. Spannenderweise habe ich auch über andere Social Media Pages sehr viel Feedback dazu bekommen, dass es zum Beispiel auch eine DDR-Version dazu gab. Viele von euch sagen dazu Pfefferbrötchen, die anderen sagen Knackbrötchen. Die Toppings sind auch alle unterschiedlich gewählt, also jede Menge Spielraum und Vorlagen für viele, viele Rezeptideen rund um solche Snacks. Und ich liebe das, solche Sachen zu machen, gerade an einem Freitagabend oder so, wenn man nicht so viel Zeit hat, von der Arbeit nach Hause kommt und möchte gerne was Leckeres haben. Dann sind solche Kleinigkeiten, die man schnell vorbereitet hat und etwas spektakulärer sind, durchaus einen Versuch wert. Mein Topping heute ist Olivenöl und getrockneter Oregano. Aber auch hier sind sicherlich andere Varianten denkbar. In der Zwischenzeit habe ich natürlich meinen Outdoor-Chef Dual-Chef Gasgrill vorbereitet. Wir haben indirekte Hitze in der linken Kammer, das heißt der linke Brenner ist an. Und jetzt grillen wir unsere Bifteki-Brötchen so circa 40 Minuten bei 160 Grad.
Das Coole an Rinderhack ist, dass man das nicht zweimal töten muss. Bei einer Kerntemperatur zwischen 58 und 60 Grad hat man auf jeden Fall ein sehr schönes Ergebnis erzielt. Und das Coole an so einem YouTube-Video ist, dass man nicht 35 Minuten warten muss. Hier ist das Ergebnis. Richtig stark. Jetzt schneiden wir einmal auf. Und es ist so toll. Ich finde, das sieht so gut aus. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Diese Bifteki-Brötchen sind sicherlich noch einmal eine Klasse besser als die Frikadellenbrötchen vom Grill von letzter Woche. Dazu passt hervorragendes Tzatziki oder halt auch andere Soßen. Man kann das Thema natürlich noch weiter griechisch ausschmücken mit Oliven, Peperoni und jede Menge Sachen mit dabei. Ich liebe sowas. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde es super lecker. Und es gibt sicherlich noch viele Möglichkeiten, diese Brötchen weiter zu verfeinern. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre das cool, wenn ihr das noch nachholen könntet. Ich habe noch ein paar sehr, sehr witzige, spektakuläre und auch kreative Rezeptideen für euch im Köcher. Das kann ich euch versprechen. Solltet ihr die Dinger nachgrillen und Fotos davon posten, könnt ihr mich auf jeden Fall markieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.